Hier geht es natürlich wieder hoch. Wir müssten, wie gesagt, von oben. Von oben runter. Aber das ist halt so leicht gesagt, ne? Weil dann findest du da wieder was, dann willst du da eben gucken und dann hier und dann pipapo und dann verirrst du dich wieder und verlierst dich wieder in diesen. In diese riesen Katakomben. So. Geiles Logo, John! Logo, John! Geiles Logo, John! Danke dir! Danke dir, Benji! Liebe, 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 Liebe. Das ist Liebe. Liebe. Kennt das jemand von Sido? Geiler Song. Habe ich mich kurz eingeschissen. Hui. Danke dir, Chucky. Chucky, Chucky, Chucky. Hört sich an wie ein Pokémon, ne? Chucky, Chucky. Okay, kommt drauf an, wie man es ausspricht, ne? So. Oh, scheiße. Aber nur kurz. Ah, ihr seid alle so lieb. Deswegen scheiß was drauf, was irgendwelche Hater sagen. Scheiß was drauf. Da oben waren wir das schon. Ne, das hatte ich vorhin zugebaut, ne? Ne, das hatte ich. Hatte ich das in der Aufnahme zugebaut oder hatte ich das jetzt vorhin zugebaut? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich habe nichts mehr zum Zubauen. Ach, leck mich doch. Genau, solange du Hater hast, machst du etwas richtig. Genau, so ist es, so ist es. Wie gesagt, man hat damals immer gesagt, wenn du deinen ersten Hater hast, dann hast du alles richtig gemacht. Und ja, irgendwas muss man ja richtig machen. Wenn es der eine oder der andere oder die einem nicht gönnt, dann ja. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz hier abchecken. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wo bin ich? Wo bin ich? Gott, Alter. Oh. Richtig. Ah, oh, ciao, Alter. What the fuck? Ich schwöre direkt 3 Leben weg. Fängt das wieder an? Ja, ey. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich gehe einfach von hier jetzt weiter, ne? Ich gehe einfach jetzt hier weiter. Oh, ey. Das ist alles so verstrickt hier. Aber ich konnte mich ärgern, dass ich die 2 Nametags nicht mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal jemals wiederfinden werde. Aber ich denke mal schon. Also da mache ich mir echt keine Sorgen jetzt hier. Und irgendwann muss das doch mal hier ein Ende haben. Aber so kriege ich auch meine 1000 Folgen voll, ne? Okay, das baue ich direkt weg hier. Ich brauche mehr zum Zubauen. Ich reiß mal hier ein bisschen Kobbel aus der Wand raus. Die Musik ist echt schön gerade. Auch wenn sie ein bisschen gruselig ist. Obwohl eigentlich... Eigentlich soll das so Halloween-Musik sein, aber... Boah... Aber die Playlist geht 3 Stunden lang, deswegen denke ich mal, wird da noch der ein oder andere Soundtrack dabei sein. So, ich muss jetzt aufpassen, dass mir hier niemand auf den Kopf fällt. Weil das wäre ein bisschen scheiße. Deswegen, ich baue erstmal ein bisschen ab, mach dann zu. Baue dann wieder ein bisschen ab, mach dann wieder zu. Und eigentlich
Wollten wir ja von oben runterbauen, ne? Ja, das funktioniert ja echt gut. Ich habe in der Minecraft-Folge gesagt, also wo ich vorhin die Aufnahme gemacht habe, ich denke mal, wir werden 10 Folgen mindestens in der Mine drin sein. Wenn nicht sogar mehr. Aber so ist das, ne? Wenn die so riesengroß ist, kann ich auch nichts dafür. Und ich muss ja forschen. Siehst du, da ist nämlich wieder oben. Da ist nämlich wieder oben High Life. Okay, ist nichts weiter, außer ein bisschen Eisen. Ich nehme Betteisen, Betteisen, Puppeisen. Na, wer kennt's noch von damals? Mr. G to the Onk. Und Kohle direkt nebenan. Wir brauchen echt mega viel Kohle, weil da echt viel für die Fackeln drauf geht, aber. Und natürlich fürs Eisen, das wir schmelzen. Aber das scheint wieder ein größerer Flöz zu sein, deswegen danke ich dem lieben Kohlegott für seine edle Spende. So, und ich mache, glaube ich, jetzt mal kurz eine Pause. Weil die Wartemusik haben wir auch lange nicht mehr gehört, ne? So. Hier. Okay, alles klar. Ich mache eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Dann viel Spaß beim Aufstehen und hier pipapo, hast du schon gesehen, ne? Bis gleich. So, Wette, dann machen wir nochmal hier die Wartemusik. Die haben wir lange nicht mehr gehört. Ich müsste mal, glaube ich, einen neuen Wartemusik-Song aufnehmen. Musik, Schnupe, Dufte, warte Musik, bin gleich wieder da. Und wir haben heute einen Ehrengast da, Udo Lindenberg. Hey, sag doch mal hallo. Schnupfte, Dupe, ich bin wieder auf'm Ruder. Ich wollte einfach mal nur Hi sagen an der Wartemusik. Und jetzt kommt mein guter alter Freund, den nenn ich den Frosch. Und hier ist Kalte Frosch. Ich warte auf den Bus, oh nee, ich warte, dass er wieder kommt. Ich warte auf den Bus, oh nee, ich warte, dass er wieder kommt. John! Ja, das sind meine Freunde. Meine Freunde sind eure Freunde. Wir warten gemeinsam. Die Wartemusik. Nein, die ist nicht live. Die wurde aufgenommen. Und ihr seid dabei. Sag mal, Udo. Ja? Wie war dein Tag heute so? Ja, eigentlich ganz super dufteln bei dir. Ja, meiner auch super mega geil. Was hast du heute so gemacht? Das ist eine gute Frage. Also ich bin morgens aufgestanden. Ja, okay, komm, das dauert mir zu lange. Weil jetzt ist erstmal Warten angesagt. Die Wartemusik. Ach, das ist schön. 4 Minuten lang nichts machen. Toilette gehen, eine rauchen gehen, einen Kaffee holen oder was essen.
Egal was ihr macht, macht es gut. Wir warten ganz schön lange, schon über 3 Minuten, wo er sich wieder rumtreibt. Das kann ich nur vermuten. Wahrscheinlich sitzt er mit seinem fetten Arsch im Wintergarten und raucht sich eine nach der anderen. Ja, die Leila, das ist mein ja, das ist ja sowas schon cool. Ich bin ja die Leila. Ja, das ist so super cool. Das ist super cool. Ey, Jan, hatten wir nicht mal einen Song aufgenommen? Ja, hatten wir. Ey, geil. So, jetzt halt mal alle die Fresse, weil jetzt ist gleich die Wartemusik vorbei, ja? Also, nochmal für alle. Wir warten die ganze Zeit auf ihn. Es ist schon viel zu spät, um jetzt zu gehen. Aber irgendwann muss man auch mal Tschüss sagen. Deswegen Tschüss, bis zur nächsten Pause. Oh ja, ich freue mich schon. Ich auch. Ja, ich auch. Oh, Pluto. So. Und da wären wir auch schon wieder zurück. Dieses Lied ist so legendär. Tja, was soll ich sagen? Man muss auch mal ein bisschen was anderes machen, als immer nur die gleichen Sachen, die man so sieht. Ne? Ein bisschen Kreativität. Ach, Dennis, Alter. Der gute alte Dönis. Sorry, weiß ich jetzt nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Der gute alte Dönis. Hier mal nochmal eine Fackel hin. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal nach oben ans Tageslicht. Halte ich, glaube ich, für eine gute Idee. Oder ihr wollt noch weiter in der Mine hier. Oder wir machen noch weiter in der Mine. Da könnt ihr gerne mal reinschreiben in den Chat. Für die Leute, die aktiv dabei sind. Also entweder mal nach oben gehen. Mal schauen, ob wir da noch was machen können. Da könnten wir eigentlich mal das jetzt mal so langsam mal auch das Haupthaus bauen. Theoretisch. Ich meine, Holz und so haben wir alles, ne? Ah nee, wir wollten hier Tierstall. Ah ja, da habe ich Bock drauf. Den Tierstall. Oh, scheiß was auf das eine Kohle-Ding da. Hier mache ich mal wieder so zu. Gewollt, aber nicht gekonnt. So. Aber ich glaube, ich werde das immer öfters jetzt auch so einführen, auch wenn ich mal irgendwann nicht mehr diese Rückenprobleme habe. Dass man so zwischendurch mal ein bisschen mehr Pause macht. Weißt du? Weil, klar, es kommt natürlich auch auf den Stuhl an, den man hat. Nicht den in der Hose. Ich weiß genau, Bruno, dass du das wahrscheinlich wieder dachtest. Aber ich meine darauf, wo man sitzt, ne? Mit dem ist halt Premium, ne? Du sitzt halt Premium. Du hast da... Ist einfach geil. Ich meine, dafür hat er auch geiles Geld gekostet, ne? Das darf man auch nicht vernachlässigen. Aber wenn man wirklich Vollzeit-Gamer oder auch Streamer ist... Oder was heißt Vollzeit? Aber wenn man halt oft streamt, oft zockt, ist das die Investition schon wert. Und es sollte sowieso irgendwann mal ein neuer Stuhl kommen. Deswegen, ist das jetzt nicht so das Problem. Okay, pass auf. Mal kurz den hier. Obwohl, nee, da brauchen wir eigentlich nicht zumachen. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Da, sieht gut. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur die Tastatur ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Ich brauche neue Fackeln. Machen wir mal so. Zack. Und dann machen wir das mal so. Eine Axt brauchen wir gleich wieder.
Eine neue. Ich höre ein Skelett in der Ferne. Wo sich das wohl wahrscheinlich wieder rumtreibt. Das kann ich nur vermuten. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter weg hier. Und baue mal eben die Werkbank auf. Und mache dann einmal hier zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich mache direkt wieder zwei Stück. Zwei Stück. So. Und nehme die dann wieder mit. Ich glaube, eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht, wenn wir gleich nachher nach oben gehen, um ein bisschen Erde mit runterzunehmen. Obwohl, ich klopp mir mal ein bisschen hier was wieder aus der Wand, um diese Löcher dann einfach zuzumachen. So, und oh, ist das angenehm. Endlich mit Eisentools. Endlich mal mit Eisentools. Klar. Fabian! Alter, hab ich mich erschrocken. Nele! Danke dir. Fabian! Boah, Alter. Ich sterbe hier noch nach dem Herzkasper, ich sag's euch. Damit ich nicht einschlafe, ne? Damit ich nicht einschlafe. Was ich sagen wollte, klar, wäre ein Diamant oder so natürlich besser. Oder Netherite wäre natürlich auch Premium. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht, um in den Nether zu gehen. Und ich hasse den Nether. Ich hasse ihn. Ich könnte mir nichts Beschisseneres vorstellen als der Nether. Aber Glowstone wäre natürlich auch geil. Glowstone wäre natürlich auch geil. Oh. So, ciao. Danke dir, Felix, für dein Hui. Ja, Hallöchen. Hallöchen. So. Einmal bitte alles mitnehmen. Fabian. Alter. Ich glaube, ich muss das auch mal beschränken. Alter Falter. Ich scheiß mich jedes Mal ein hier. Fabian! Na, sage mal! Jetzt sag mal, jetzt ist er gut hier, man. Oh Gott, ey, mein Gott. Wo geht's denn hier hin? Und eine weitere Höhle, nice. Oh! Hallo, Mr. Skelettmann! Hallo? Was? Was? Zwei auf einmal? So, den einen haben wir. Noch einer. Ist hier ein Dungeon? Ich glaube, das ist ein Dungeon. Oh Gott, was ist das denn für eine Höhle? Ich muss niesen. Oh Gott, ich kann gerade nicht. Oh, warte mal. Oh. Oh. Ruhig, Johnny. Wer sich immer erschreckt. Schokokuchen. Oh, ja. Mach dir mal ein Schild und pack das in die zweite Hand. Das liegt im Bogen. Nein. Fabian. Ich hasse den Schild. Hallo. Hi. Na, alles klar? Hier wird wahrscheinlich irgendwo ein Dungeon sein. Oh. Nein. Komm. Alter. Wo kommen denn auf einmal die ganzen Mobs her? Danke dir. Alter. Sag mal. Okay, ich muss aufpassen, sonst bin ich gleich tot. Ich muss jetzt echt aufpassen, sonst bin ich gleich echt tot. Dann bin ich toter als tot. Noch ein Creeper. Zwei Creeper. Ja, klar.
Das ist gut, Digga. Genau das wollte ich. Alter, was ist das hier für eine Höhle? Na! Ja, ja, mach du mal. Monte? Monte? Aber hier scheint kein Spawner zu sein. So, ich mach hier nochmal einen Fack, eine Ferkel hin. Alter Falter, so. Wo bleibt der Jumpscare, den ich dir per Discord geschickt habe? Achso, ja. Danke dir, Stauvi. Danke dir. Wir sind echter Ehrenmann. Wir sind echter Ehrenmann. Was da drauf? Schau ich sofort. Warte kurz, ich muss das kurz nochmal mitnehmen hier. Warte. Aha, da ist noch einer. Und da ist auch noch einer. Stärke 1. Okay, okay. Alter, was ist das hier? Was zum Fick ist das hier? Ach, guck mal, hier geht's auch noch lang. Ach du Scheiße, ey. Und hier natürlich auch, ne? Ja, ist klar, Digga. Okay. Jo, kann man sich sehen lassen. Jo. Alter, willst du mich verarschen? Fabian! Oh, fick dich! Okay, reicht. Scheiße, was ist Fabian? Das? Sag mal. Sag mal. Wo komme ich denn jetzt hier wieder zurück, verdammt? Da. Oh, meine eine Lampe wird sich gleich verabschieden. Meine eine Lampe wird sich gleich verabschieden. Weiß ich nicht, manchmal lädt die auf, manchmal lädt die nicht auf. Warte kurz. Ich schau mal eben kurz nach der Lampe. So. Ich habe aber immer noch die Lippe hoch, ne? So. Ich muss mal kurz die Lampe tauschen. Wolltest du ein Dings reinschicken? Thank you.
So, da bin ich wieder. Hab aber die falsche Lampe mitgenommen. Ich bin sofort wieder da. So, aufpassen, dass sie nicht runterfliegt. Das wäre nicht gut. So. Dann einmal bitte einstöpseln. Oh, mein Gott. Ja, ein Clip von dir. Ah, okay. Achso, ich brauche die Lippe nicht mehr rummachen, okay. Aber ich werde auf jeden Fall in der nächsten Zeit die, so, da bin ich wieder. Die Kanaldinger ein bisschen runterregeln. Reglementieren. So. Und wir wollten ja... Ich kann wieder nichts mitnehmen, okay. Hallo Marc! Wie geht's dir? Wie war dein Stream? Wenn du noch am Stream bist, ich weiß es nicht. Ist gut. Und hallo Anna und Elsa sind cool, moin! So, wo ging es denn jetzt hier nochmal zurück? Ja, sehr gut. Und dir? Ja. Ibo kickt rein, ne? Ein Clip von dir. Ah, okay. Wie sich mein Kleiner immer so aufregen muss. Hallo? Hallo? Woher kamen wir denn jetzt nochmal? War das hier? Nee. Nee, kann ja gar nicht sein. Ach scheiße, wo ging's denn jetzt hier nochmal zurück? Ich meine, das wäre hier gewesen. Nee, oder? Danke! Ah, oh, danke Marc für deinen Sub im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank. Merci. Wir sind doch von hier gekommen, oder bin ich doof? Aber wie bin ich denn hier durchgekommen? Ah. Haha, hier also. Okay. Ja, hier. warte mal, ich mach mal hier ein bisschen, dass wir dann gleich hier auch nochmal runterkommen. Ich lass aus gutem Grund die Erze unten, weil wir nicht mehr so viel Platz haben. Obwohl, ich hätte das Ding mitnehmen können, aber ich mach mal hier so ein Ding hin. Ladies and Gentlemen, it's a raid! Oh, Marc, vielen Dank auch nochmal für deinen Raid mit zwei Persönchen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Immer gern. Oh. Mir sagt er, ich soll nicht so rumbrüllen, aber selber. Ja, ich darf das auch. Wenn ich das mache, ist das was ganz anderes. Was ganz, ganz anderes. Hallo? Ja, einmal bitte ein SO. Einmal bitte ein OSO. Ein SÖ. Okay, geht's auch nochmal hoch. Lass mal kurz schauen.